Hey Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Let's Play hier auf unserem Kanal Jeder kocht. Mein Name ist Daniel und wie ihr bestimmt schon seht und hört, bin ich wieder im Cooking Simulator. Und das heißt, wir machen heute wieder einen weiteren Schritt auf der Treppe zum Erfolg unseres Restaurants. Und da lasst uns nicht lange schnacken und wir gehen einfach mal ins Spiel. So, ich habe jetzt noch keine große Ahnung, was mich erwartet, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen und starten hier einfach so. Kein neuer Tag. Ja, wir gehen einfach mal los. Hier haben wir soweit alles aufgeräumt. Das sieht gut aus. Aber wir sollen sogar schon was kochen. Wir kochen eine Tomatensuppe. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Großer Topf, Hühnerbouillon, 700 Milliliter Salz, schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer. Das kriegen wir hin. In Top. Nehmen wir uns den gleich mal hier nach hinten. Vielleicht fangen wir damit erst den Tomaten und den Zwiebeln an. 120 Gramm Zwiebeln, 960 Gramm Tomate. 20 Gramm Zwiebel und was war das? 900? 960 Gramm Tomaten. 960, 120, 240, 380. Wie haben wir jetzt? 3, 1, 2, 3, 4. Zack. Dann brauchen wir die Gewürze. 12 Gramm Salz. Salz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tschuck. Cayennepfeffer habe ich gelesen. 6 Gramm. Und schwarzer Pfeffer. Schwarzer Pfeffer. Auch 6 Gramm. Lalalala. Die Extraprise Pfeffer. Wer kennt sie nicht? Dann kommt da jetzt 700 Milliliter Hühnerbouillon drauf. Uff, zum Top-Herd-Dingens. Wie viel? 700. Ne, das ist die Sahne. Hühnerbouillon. Das war's damit. 350. Wer hat denn die Klingel hier runtergeschmissen? Das ist ja keine Klingel. Das ist ein Pokal. Das ist ja Pokal. Wir haben letzte Woche, ich erinnere mich jetzt wieder, wir hatten den Tester bei uns gehabt und der hat ja gesagt, dass wir ganz toll sind und deswegen haben wir einen Pokal für ihr gekriegt. Geil! Pokal. Schön. Können wir uns denn hier irgendwo so eine Wand bauen, wo wir die ganzen Pokale nachher reinstellen? So, wir hatten schon 350. Das heißt, wir brauchen nochmal 350. Na, nice. Machen wir das Ding hier auch gleich an. Dann muss das jetzt 60 Sekunden lang kochen. Zack. Ne, das war ein bisschen zu schnell. Mal den hier. So, Hühnerbouillon. Hühnerbouillon, das kann in den Müll. Ordnung. Das ist die Sahne, ne? Die brauchen wir auch gleich. Wie brauchen wir davon? 150 Milliliter. 90. Oh, wir haben die falsche Seite angemacht.
Das heißt, wir können hier nochmal hochgehen. Auf 60. Ne? Jetzt. Schön. Können wir hier nochmal ein bisschen aufräumen. Wie es Platz wie Sau hinterlässt dann dauernd. Zack. Dann holen wir uns schon mal einen schönen Teller. Haben wir hier die Suppenvariante. Müssen wir erst mixen. Doch, ja, erst mischen und dann kommt die Sahne dazu. Nehmen wir unseren Stabmixer schon mal in die Hand. Bewundern unseren Pokal. Schön. Schön. Jetzt. So, dann gehen wir da hin und mixen unser... Da. So, du darfst auch gerne aufhören. Und jetzt sagen wir 150 Milliliter Sahne dazu. 100. Zack, das sollte passen. Und dann war es das auch schon, oder? Hinzufügen und 300 Milliliter in den Teller geben. Das ist ein bisschen Achterbahn. Oh, oh, oh. Wird schon passen. Freut der Kunde sich bestimmt. Huhu. Essen ist da. Nochmal schön das Thumbnail hier noch von. Zack. Mache ein Foto. Und Abfahrt hier. Oh. Na, sage mal. Umsetzung passt. Geschmack stimmt hier irgendwas nicht. Falsche Menge. Da beschwert er sich, dass es zu viel Suppe ist. Was ein Arsch. Gut. Gar nicht schlimm. Nächster. So. Forelle. Oh. Nee, machen wir danach. Ich habe hier schon wieder eskaliert. Forelle. Wie jeden das. Nimm eine Forelle, Schwarzpfeffer, Thymian, Dill auf ein Backblech. Alles klar. Forelle findet man im Kühlschrank. So, eine Forelle. Zack. Was kommt da rauf? Schwarzer Pfeffer, Thymian und Dill. Schwarzer Pfeffer. Jeweils 5 Gramm. 2, 3, 4, 5. Oh no! Oh fuck, komm ich da irgendwas wieder ran? 2, 3, 4, 5. Kümmern wir uns gleich drum. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommt das Ganze jetzt für 90 Sekunden in den Backofen. Rumgesaut, ey. Was sagt man? 90 Sekunden, ne? Würzen mit Meerrettich, Zitronen fütteln. Wie komme ich jetzt an meinen Pfeffer ran? Oh, fuck, da komme ich schon nie wieder hin. Kann
Kann ich springen? Nee, ich glaube nicht. Nö, müssen wir einen neuen kaufen. Schwarzer Pfeffer. Gekauft. Wir haben's ja, ne? Wir haben's. Was brauchen wir noch? Eine Zitrone. Runtergefallen. Das Doofe ist, dass eine Seite immer nie runterfällt. Alles klar. Wir können uns ja schon mal einen Teller holen. Quadratischer Teller. Ach, das sieht doch neckig aus. Ja, jep. Danke. Teller? Teller. So, dann geben wir da unseren Meerrettich drauf. Und zwar machen wir 5 Gramm Meerrettich drauf. Das sieht doch neckig aus auf dem Teller hier. 1, 2, 3, 4, 5. On top geben wir unsere Zitronenscheiben, Würfel, Brocken. Und noch ein bisschen, ja, ein bisschen Petersilie. 1, 2, 3. Sexy, guck dir das an. Oh no, ich hab Petersilie verloren, oder? Ja. Ist immer schön drauf hier. Zack. Ey! Habt ihr das gesehen? Bei Fischen! Ist denn nicht hier? Wo ist der Mein Fisch ist weg. Aha! Der ist einfach verschwunden. Was zur Hölle, Alter? Mein Fisch ist weg. Ja, und jetzt so? Meinst du, es fällt auf? Anscheinend ist es aufgefallen. Fehlendes Produkt. Ja, aber der war doch weg. Alles klar. Ich wurde hier um den Fisch betrogen. Okay, dann machen wir jetzt sauber, oder was? Reinigungsphase, ja. Ich glaube, wir werden den Fisch nie wieder finden. Und wenn wir hier in 3 Jahren das Let's Play wieder drehen, haben wir hier irgendwie so einen übelsten Mauk in der Bude und haben hier irgendwie so einen ein Schimmelfisch, der hier durch die Wohnung läuft. Der ist weg. Alles klar. Gut, dann haben wir jetzt den Fisch halt verloren. Wir machen weiter. Hier haben wir noch ein bisschen Suppe. Die können wir entweder hier zum Perso stellen. Nö. Kein Personal. Dann ab in die Tonne. Vielleicht machen wir auch mal den Herd aus. Bisschen aufräumen können wir hier auch. Willkommen bei Jeder putzt, der Kanal für Leute, die zu Hause vom Putzen nicht genug kriegen und einfach Leute dabei beobachten, wie sie virtuell aufräumen, ne? Ja. Das kann ja auch alles nicht stehen, ne? Einfach schön stehen bleiben, bitte. Schön. Den machen wir wieder hier hin. So, die Gewürze können wir so lassen. Finde ich jetzt nicht schlimm. Machen wir zu und aus. Und da wird hier putzt.
Ja, die Seite auch nicht vergessen hier. So. Das kann wieder weg. Und dann wird ein bisschen geschrubbt. Mit dem Swiffer Staubmagneten. Also so einfach war das in meiner Ausbildung nicht, ne? Mit so einem kleinen Wischer hier. Wir haben dann immer so einen großen 10-Liter-Eimer mit Wasser genommen. Den haben wir dann über den Boden geschleudert. Und dann haben wir erstmal so richtig schön 20 Minuten lang den Boden geschrubbt. Ja, das ist jetzt nicht mehr notwendig. Jetzt gibt es den Zwiffer Alt Staubmagneten. Der macht alle sauber. Sauber. Schön. Fertig. Vier Bestellungen. Vier davon haben wir gemacht. Ausgaben 209. Einnahmen haben wir 132 und 16 Euro Trinkgeld. Das macht minus 61 Euro. Und einen verlorenen Fisch. So eine Scheiße. Gut, so wird es nicht mit dem besten Restaurant der Stadt hier. Machen wir den nächsten Tag. So, Gäste zahlen mehr. Gerichtspreise, ja, gerne. Und was haben wir noch? Mehr Kochpunkte. Ja, warum nicht? Next, please. Unsere Gäste bestellen eher ein Tagesgericht. Also wundere dich nicht, wenn sie etwas bestellen, was nicht auf der Karte steht. Denk daran, dass Tomatensuppe unser Tagesgericht ist. Alles klar. Tägliche Quest verdiene 20 Kochpunkte. Alles klar. Vorbereitungsphase. Was könnten wir vorbereiten? Ein weiser Mann hat mal gesagt, Mise en place ist was für Feiglinge. Und deswegen bereiten wir uns nicht weiter vor, sondern starten. Her damit. Ich bin heiß. So, Tomatensuppe. Haben wir gerade schon... Ach, jetzt haben wir die weggekippt. Hätten wir die mal behalten, ne? Na dann, los jetzt. So, wir brauchen Tomatos, 960 Gramm. Das sollte passen. Eine Zwiebel. Ein bisschen nach Gefühl kochen muss man ja auch. Sag mal, was ist denn heute los? Jetzt. Zack. Cayennepfeffer 12. Upsi. Schwarzer Pfeffer soll 12 gewesen sein. Ob das nachher auffällt im Geschmack, ich weiß ja nicht. Machen wir hier einfach 6 von. Passt das? Das ist die Daniel Edition. 12 Gramm Salz. So. Das kommt schon mal hier hin. 700 brauchen wir, ne? Hühnerbouillon. 700. Es blieb vorhin so viel übrig. Ich glaube, wir machen nicht ganz so viel Flüssigkeit rein. Wir machen jetzt hier zwar den Rest rein. Aber dann haben wir vielleicht nicht so viele Reste. Ist ja auch wichtig. 600 kommt hin. So. Machen wir das Ding hier an. Timer auf 60 Sekunden. So, dann kommt nachher noch die Sahne rein. Die ist aber hier fast leer gewesen, ne? Ja. Wie viel brauchen wir? 150. Da sind jetzt noch 30 drin. Kaufen. War das jetzt die Sahne? Ja. Wie ist da drin? 250. Ja, das reicht. Die Sahne. Dann neckischen Teller.
Kleiner Teller. Auflaufform. Großer Teller. Suppenteller. Schüssel. Und dann wird ein Suppenteller. Kann ich ja noch ein paar schönere Teller haben? So. Fertig. Dann wird das hier mixed. Aus. Zack. Wie viel? 150 waren das, ne? 150. Cremige Angelegenheit und 300 dann in den Teller. Wow, 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 wow. Das war wohl nichts. Versuchen wir nochmal. 300 bitte. Warum macht ihr denn weiter? Entspann dich. Warte nochmal. Wir haben Zeit. Wir haben den ganzen Tag Zeit hier. Das ist so übertrieben. Jetzt haben wir gleich keine Suppe mehr. So, letzter Versuch. Ansonsten haben wir vergaggt. Ja, perfekt, perfekt, guck mal. So. Deko, machen wir Deko auf. Machen wir keine Deko. Essen ist da. Siehst du? Teller wurde zurückgegeben. Achso, das ist auch nett, danke. Gast ist zufrieden, was hat er zu bemängeln? Zu viel Cayennepfeffer. Aber es ist schlimm. Wir mögen es halt ein bisschen schärfer. So, haben wir noch kurz Zeit zum Aufräumen? Nee. Shit. Shit, 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 shit. Wir räumen schnell auf. So können wir nicht arbeiten. Ja, ja, wo ist der Besen? Komm. Wenigstens den Boden, sonst tritt sich das platt. Dann kommen die Mäuse. Das wollen wir nicht. So, wir machen einen Lachsfiletsteak mit Kartoffeln. Kartoffeln brauchen 160 Sekunden, der braucht auch 160. Das heißt, wir machen Kartoffeln. 1, 2. 20 Gramm Salz. Wie lange soll ich da schütteln? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 Gramm Salz. 1000 Milliliter Wasser. Ein Liter, perfekto. So. Kartoffeln vorbereitet, Lachsfilet. Ganz wichtig, die 3S-Regel, säubern, säuern, salzen. Sauber ist es schon, gesäuert machen wir bestimmt auch noch. Salz, 5 Gramm Salz. Schwarzer Pfeffer auch 5 Gramm. Einer zu viel, ist aber nicht schlimm. In die Pfanne dann Sonnenblumenöl 10 Milliliter.
passt. So, dann können wir hier eigentlich schon mal alles anmachen. Und dann kommt das Lachsfilet einfach in die heiße Pfanne. Zack. Dann setzen wir uns den Timer. 2 Minuten. Und nach 1 Minute wenden wir dann den Lachs, richtig? Genau. Schön Teller noch hier schnappt. Großer Teller. So, dann brauchen wir noch den Pfannenwendler. Nächstes Warten. Den ich immer für so eine Druckstellen. Sehr hässlich. Alles schon mal vorbereitet. So. 6, 5. Perfekt. Können wir gleich wieder anhängen. Können wir hier nochmal kurz sauber machen. Ne, der hier. Da. Wunderschön. Zack. Ausspülen vielleicht noch. Schön. 16 Sekunden haben wir noch. Machen wir irgendwie eine Deko drauf. Kochen lassen, auf den Teller geben, heiß servieren. Nö. Teller. 2, 1 und let's go. Wo ist die andere Kartoffel? Meine Güte. Hübsch. Ab damit. Was fehlt da? Also bitte. Nicht genug Salz. Hä? Gekochte Kartoffeln. Nicht genug Salz? Aber zu viel Salz. Alles klar. Fisch. Machen wir erstmal das hier alles aus. Forelle. Ne, du bleibst da, du kommst hier hin. Fisch, gebackene Forelle, schwarzer Pfeffer, Thymian, Dill. Auch jeweils 5, ne? Genau. Das war der Thymian. Dill. Wie, noch eine? Hey! Zwei Gerichte gleichzeitig. Sorry. Oh. Oh, fuck. Keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Nimm es. So, du kommst dann für 90 Sekunden. Den hatten wir vorhin, ne? Der war ganz neckig. Da richten wir den hier an. Dann kommt dann noch die Zitrone, die hatten wir ja vorhin schon gekauft. Zack.
Messer. Eins, zwei und drei. Das lassen wir vorbereitet. Das. Gucken wir, was wir noch machen sollen. Schweinekotelett mit Bratkartoffeln. Schweinekotelett, Würzen, Salz, Pfeffer, Thymian. Auch schon mal vorbereitet. Machen wir das hier. Zack. Salz 4, 4, Thymian 6. Kinder, macht das, macht das nicht zu Hause nach. Nehmt immer ein schönes Brett. Ja. Ganz wichtig, auch immer nur von einer Seite würzen. Na, sage mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Der kann auf. Da kommt jetzt unser Fischi hin. Zack. Dann haben wir hier die vorbereiteten Scheiben. Und ein bisschen Love on top. So, und jetzt aber. Wunderschön. Na komm schon. Was hat denn jetzt gefehlt? Falsche Menge Petersilie. Du hast einen Knall. Ja, ich bin da. So. Gewürzt haben wir in die Pfanne. Sonnenblumenöl und dann das Schweinekotelett. Kartoffel in Stücken. Und aufs Backblech geben. Nehmen wir da zwei Kartoffeln? So eine Portion halt, ne? Was machen wir mit den Kartoffeln? Kartoffeln, Stücken, 50 Gramm. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, Daniel. Wir machen das richtig. Dann dauert es halt einen Moment. Dann muss der Kunde aber einfach mal eine Sekunde warten. Weil wir wollen es ja hier richtig schneiden. So. So. Ah, passt. So, die kommen jetzt aufs Backblech. Jüppchen. So, Salz 6 Gramm. So, passt schon. Das kommt in den Oven. Das machen wir zu. Machen wir erstmal noch aus. Weil ich nicht weiß, wie lange die rein müssen. So, Kotelett haben wir vorbereitet. So, Kotelett kommt in die Pfanne für 90 Sekunden und die Kartoffeln kommen für 80 Sekunden in den Ofen. So, das heißt, wir machen uns erstmal die Pfanne hier sauber. Zack. Dann machen wir die schon mal an. Und da machen wir jetzt Öl rein. Wie viel? 30 Milliliter Öl. So, Backofen an. Das kommt in der Pfanne. Was sind da so schwarz? Oh. So. 90 Sekunden lang. Auf jeder Seite. Oh. Du wartest mal. 90 Sekunden auf jeder Seite. Bitte. Dann machen wir in der zweiten Runde dann die Kartoffeln zu an. Nice. Nehmen
uns hier nochmal so einen schönen Teller. Drehen wir hier mal ein bisschen auf. Das sieht auch gut aus. Da-da-da. Schön. So, das müssen wir bestimmt gleich nochmal wendeln. So, wollen wir nochmal unseren Pokal bewundern? Schön. Schön, schön. Wie kann denn das da unten dreckig werden? Warum ist das Ding kaputt? Ich glaube, ich muss hier gleich mal einen Kumpel anrufen, ne? Ah, nein, 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 nein! Ey! Oh, shit. Zählt das? Hey, ist ja gut, 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 ist ja gut. Machen wir jetzt nochmal 60 Sekunden. 90 Sekunden waren das, ne? Ja. Zack. Jetzt können wir den auch anmachen. So. Letzte Runde. Kommt da noch was an Deko nachher drauf? Ventilinder geben und heiß servieren? Nö, das war's. Na, mal gucken. Womit werfe ich? Ja komm, wir haben noch ein paar Sekunden. Ihr könnt mir vorstellen. Tatsächlich. Das ist ja lustig. Machen wir mal bei Gelegenheit. Kartoffeln sehen gut aus. Wie lange sollten die? 80 Sekunden und die 90, dann kommt das hin. Teller. Ah, ich kann einfach nur draufdrücken. Das ist gut. Das ist gut. Zack. Heiß, heiß, heiß. Heiß. Gib mir... So, ab an den Tresen. Und ab damit. Oh, komm schon. Gast war zufrieden. Schlechte Schneidetechnik, Hitzefehler, Hitzefehler, Hitzefehler. Du hast... Naja. Das war die letzte Bestellung für heute. Wenn du fertig bist, bereite dich auf morgen vor. Alles klar, machen wir noch ein bisschen sauber. Und dann war es das, ne? Hier brennt noch was vor sich hin. Ich würde sagen, wir bereiten uns das richtig schön vor fürs nächste Mal. Dann brauchen wir nächstes Mal einfach nur Hände waschen und drin. So. Saure Sahne, saure Sahne. Timer packen wir hier nach oben. Den packen wir hier hin. Den machen wir... Was klimpert denn da immer? Ist das kaputt, oder? Gut. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir hier ihn fragen können zum Reparieren. Ist ja schon ein bisschen hässlich hier. Hm.
Mach mal. Wie sieht's hier aus? Hauptsache ganz, ne? So, solange wieder repariert, können wir ja mal gucken, ob wir das hier mal spielen. Na, das ist aber nicht sehr präzise. Schon besser. Die Entfernung ist auch egal, ja? Na, anscheinend doch nicht. Fertig aufgeräumt. Dann würde ich sagen, alles so sauber, alles ordentlich. Was kann ich hier auswählen? Ach, hier sind nochmal so eine Haken. Na ja, cool. Dann Reinigungsphase überspringen und gucken, wie es heute war. So, 4 Bestellungen. 4 haben wir gemacht. Zack, zack, zack. Und sind sogar im Plus rausgegangen. Nice. Dann Level Up. Wählen wir einen Perk. Schnell zu Fuß. Topflappen. Heiße Zutaten. Ja, heiße Zutaten ist gut. Finde ich gut. Nehmen wir. Fertigkeiten. Was nimmt man da? 3 Punkte. Gast zahlt mehr für ihre Bestellung, ohne die Punktzahl zu beeinflussen. Ja, nehmen wir. Mehr Geld. Und ein neues Rezept auch noch. Was haben wir hier Schönes? Grilltes Thunfischsteak, Rinderfilet. Hähnchenkartoffeln. Nehmen wir das hier. Du wirst für dieses Rezept ein paar neue Zutaten brauchen. Diese findest du im Laden oder in der Vorratskammer. Besten Dank. Gut. Neuer Tag, neues Glück. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Schalte beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Cooking Simulator.